Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Ja, Open Layers liebt Foskis Update und wir sind natürlich dieser freundlichen Anfrage auch sehr gerne gefolgt und zeigen hier gerne, wie man mit Open Layers Webkarten-Fragestellungen beantworten kann. Dazu haben wir eine kleine Demo-Session zusammengearbeitet, der Andreas und ich. Überschrieben haben wir das Ganze mit Neues von Open Layers. Das ist, wie gesagt, eine Demo-Session. Gehalten von mir und dem Andreas, der sich später noch vorstellen wird, ganz kurz. Der Fahrplan für heute. Wir werden ganz kurz einige Metainformationen mitteilen. Dann werden wir kurz sagen, was Open Layers eigentlich ist. Und dann hoffen wir auf eine lange und möglichst fehlerfreie Demonstration der Software. Wir werden auch selber Code schreiben. Das birgt immer so ein kleines Risiko mit, aber da ich den Andreas im Hintergrund habe, habe ich gute Hoffnung, dass das alles einfach funktionieren wird und die Bibliothek es einem ja auch ganz leicht macht, tolle Software zu schreiben. Aber was für tolle Software, lernen wir jetzt gleich. Kurze Metainformationen, mein Name ist Marc, ich bin Kernentwickler und Mitglied des PSCs von Open Layers, auch OSGO Charter Member. Ich spreche häufiger auf so Konferenzen, international wie national. Da unten steht, wie man mich erreichen kann, bei GitHub, Twitter und per E-Mail. Ich bin Geschäftsführer der Firma Terrestris und der Firma Mundialis und die machen beide Open Source GIS und Fernerkundung aus Bonn. Wenn Sie da irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie uns, steht ja hier drauf, wie man uns erreichen kann. Ansonsten möchte ich nicht zu viel Zeit hiermit verlieren. Der Andreas kann gleich noch ergänzen, was ich jetzt vergesse. An seinem Audio-Setup wird noch im Hintergrund ein bisschen gebastelt. Ja, der Andreas Hotschewar ist der Kernentwickler in Open Layers in jüngster Zeit, also wahrscheinlich der Mensch mit den allermeisten Commits und der dem Projekt wirklich sehr viel Zeit und Liebe schenkt. Er ist auch Mitglied des PSCs, auch er ist ein OSGO Charter Member und dort unten steht, wie man ihn erreichen kann. Er ist auch der Inhaber der Firma Hotschewar Geospatial und bietet dort auch entsprechend Dienstleistungen, Consulting, Entwicklung an mit einem Schwerpunkt auf dem Web. Da geht es nicht nur um Open Layers, aber sicherlich auch um andere Sachen. Ist in Graz, Wien stationiert, der Andreas. Was ich vergessen habe, wird er sicherlich gleich noch nach ergänzen. Gut, also dies ist eine Demo-Session, das heißt Ziele für die nächsten, sagen wir mal, etwas mehr wie 20 Minuten. Wir haben ein klein wenig später angefangen, vielleicht dürfen wir auch eine Minute länger machen, wenn sich das ergibt. Wir wollen ein klein wenig Theorie haben, ein bisschen werde ich, einige kurze Folien werde ich zeigen, was denn Open Layers eigentlich ist und ein bisschen Theorie wird auch während des Codens hoffentlich überspringen aufs Publikum, wie man denn an diese Open Layers Fragestellungen, an Webkarten Fragestellungen herangeht, wenn man Open Layers im Hintergrund hat und nutzen kann. Wir werden hoffentlich viel Code zeigen und auch lauffähige Beispiele. Und dabei, wie gesagt, immer so ein Auge drauf haben, was für Konzepte sich bei Open Layers verstecken und wie man die für sich ja, nutzen kann. Es soll halt darum gehen, dass man ein Gefühl entwickelt, wie man mit Open Layers arbeitet. Aber was ist überhaupt Open Layers? Ist halt natürlich die erste Frage, die sich mindestens, keine Ahnung, ein Teil der Zuhörerschaft stellen wird. Auf der Homepage steht, Open Layers is a high-performance feature-packed library for all your mapping needs. Das ist eine recht kompakte Beschreibung dessen, was es ist. Es ist eine Open-Source-Software, lizenziert unter BSD. JavaScript-Bibliothek ist es. Und ein OSGEO-Projekt, eines der ersten. Und die Version 1.0 von Open Layers, die nicht allzu lange in the wild war, ist fast 15 Jahre alt. Das heißt, Open Layers hat sich in dem Laufe der Jahre immer wieder der stetig sich weiterentwickelnden Web-Welt angepasst und dort auch echt eigentlich immer am Puls der Zeit die neuesten Erweiterungen von HTML, JavaScript, ECMAScript und so weiter eingebaut, sodass man sie als Nutzer von Open Layers relativ problemfrei in seine Applikationen bekommt. Open Layers liest extrem viele Daten und Leerquellen, hat darüber hinaus, also dazu zählen so Sachen wie zum Beispiel statische JSON-Dateien, GeoJSON-Dateien, KML, aber auch Dienste wie WMS, WFS und so weiter und so fort und auch gekachelte, vorberechnete Geodaten, die man in seine Web-Applikation einbauen kann. Das ist das Anzeigen von Geodaten, aber natürlich muss man oder möchte man mit jenen auch interagieren, reinzoomen, rauszoomen, vielleicht neue Geodaten erfassen. Auch das ist mit Open Layers möglich und Open Layers insgesamt ist recht aktiv entwickelt, hat eine recht große Community, sehr gute Dokumentation, wie wir finden. Vielleicht werden wir die auch gleich noch sehen und auch ganz besonders stolz sind wir auf unsere vielen Beispiele, die eigentlich fast jeden Aspekt der Bibliothek mit so einem dezidierten, ganz kleinen
Beispiel erklären. Man kann OpenLayers universell einsetzen. So kann das dann aussehen. Das sind jetzt hier drei oder zwei Beispiele. Oben links sieht man, wie man Rasterdaten im Browser dynamisch zur Laufzeit noch verändert. Da kam ist so ein Shaded Relief dargestellt, wo man die, ja, die Sonnenrichtung und die Höhe der Sonne, den Winkel, den Einstrahlwinkel und auch die Überhöhung quasi im Browser einstellen kann und das Kartenbild aktualisiert sich live. Oben rechts sehen wir auch so eine Pixelmanipulation. Das Original, der Originaldatensatz hat eine andere Färbung. Da sind die Länder oder Kontinente nicht ganz so rötlich-rosa. Das kann man aber auch über JavaScript und OpenLayers dann anpassen. OpenLayers ist eine JavaScript-Bibliothek und wie man das in 2021 natürlich als selbstverständlich voraussetzt, ist es bei NPM gehostet. Also es ist ein Paket, welches man mit NPM Install zum Beispiel bekommen kann. So machen das alle JavaScript-Bibliotheken, die was auf sich halten. Klasse, damit sind wir schon bei der Demo-Time. Dann habe ich noch so circa 7 Minuten, bevor ich dann das Wort an den Andreas übergebe, der dann auch noch weitere Demos zeigt. Okay, wir haben ja gesagt, es ist eine Demo-Session, das heißt, wir wollen einen Editor aufmachen. Ich habe das ein klein wenig vorbereitet, aber eben ist hier einer noch wieder zugegangen. Ist gar kein Problem, machen wir wieder neu auf. So, ich bin hier schon in einem Verzeichnis, in welchem ich ein klein wenig etwas vorbereitet habe. Ich habe jetzt hier einen Editor geöffnet und würde gerne auf einzelne Dateien eingehen wollen. Also das ist hier das Verzeichnis, was wir haben jetzt für das allererste Beispiel. Wir sehen hier rechts den Hauptcode, aber zuerst wollen wir uns vielleicht angucken, was in der Package JSON steht. Das ist sozusagen eine Metadatei, in der steht letztlich drin, ich mache jetzt ja gerade eine neue Web-Applikation und darin kann ich festlegen, aha, ich möchte gerne OL, das ist der Name des Paketes, welches OpenLayers enthält, möchte ich gerne verwenden und zwar in der Version 6.5.0. Das ist im Grunde auch schon alles, was ich machen muss, um OpenLayers in meiner Applikation nutzbar zu machen. Dann haben wir noch hier so ein paar Skripte, die wir gleich auch laufen. Wenn ich die jetzt im Detail erläutern würde, würden wir eine Parcel-Demo-Session machen. Das kriege ich nicht hin. Das ist einfach ein Hilfsskript letztlich, was dafür sorgt, dass wir OpenLayers in der bestmöglichen Art nutzen können, nämlich in Modulen. Zeige ich gleich. Dazu, zu einer Web-Applikation gehört auch eine kleine HTML-Datei. Viel, viel kleiner als diese geht es eigentlich nicht. Wirklich relevant ist eigentlich nur, dass wir hier sagen, aha, es gibt ein Div-Element auf der HTML-Seite und das hat die ID Map und wir haben hier unten einen Script-Tag, welches ein externes JavaScript verweist, und zwar auf die Datei main.js. Das heißt, die ganze Magie, die OpenLayers eigentlich macht, um eine dynamische Karte auf eine Webseite zu bringen, spielt dann in main.js. So sieht main.js aus. Das ist, wenn man noch nie JavaScript gesehen hat, ist eine ganze Menge. Ich versuche es jetzt ein klein wenig runterzubrechen und bevor wir das tun, schauen wir uns mal an, was diese Zeilen, diese nicht mal 40 Zeilen, was die machen, wenn man sie denn im Browser sich anschaut. Damit man die im Browser gut sehen kann, starten wir jetzt hier einen Server. Das ist nur zu Entwicklungszwecken wichtig. Ich mache npm start, dann passiert im Hintergrund, dieser Parcel-Server läuft und macht mir einen lokalen Server auf, in der diese Einzelmodule, die wir gleich uns noch anschauen werden, zusammenfasst, sodass sie halt quasi direkt nutzbar sind. Hier steht schon so eine URL, die kann ich jetzt im Browser öffnen. Das mache ich auch. Localhost, ich glaube, es war 1, 2, 3, 4. Und wie Sie sehen, sehen Sie jetzt hier eine Web-Applikation. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Ich habe extra den roten Punkt gewählt, den man, glaube ich, ganz gut sehen kann. Wir sehen hier die OpenStreetMap-Kacheln im Hintergrund. Zentriert ist die Karte auf Bonn und dort ist auch so ein roter Vektorpunkt angebracht. Ich kann mit dieser Karte interagieren. Ich kann reinzoomen. Das mache ich jetzt mal. Und ich kann rauszoomen. Ich kann sie verschieben und so weiter und so fort. Möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was ich alles machen kann. Aber das ist jetzt schon eine interaktive Karte, die schon zwei verschiedene Datentypen übereinander bringt, nämlich einmal vorgerechnete Kacheln des OpenStreetMap-Projekts. Herzlichen Dank dafür nochmal an der Stelle. Und Vektordaten, die wir selber gemacht haben, nämlich einen Punkt an der Stelle, da ist nämlich Bonn an dieser Lokation. Das ist der Ort, wo die Firma Terrestris sitzt. Deshalb habe ich das gewählt. Clever, ne? Dann schauen wir mal ganz kurz, was das für ein Code ist, der dafür sorgt, dass das so aussieht. Zentralstes Element ist die sogenannte Map in OpenLayers. Die führt alles zusammen, sozusagen Layer und Interaktionen, die damit möglich sind.
Der sage ich an dieser Zeile hier, ich möchte gern in das Div-Element mit der Map, mit der ID Map eingerendert werden. Das erinnern wir uns, haben wir in der Index.html ja gesehen. Ich möchte gern zentriert sein auf etwas, das da heißt Place, und ich möchte in Zoom Level 10 starten. Ich möchte gerne einen OpenStreetMap Layer haben und einen Vector Layer. So, hier werden immer wieder irgendwelche Variablen verwendet und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier sind Koordinaten geografische Position angegeben, 7 und 50, da ungefähr liegt halt Bonn. Und damit ich das nutzen kann, muss ich das mit fromlonlat transformieren in die Projektion, die die Karte normal hat. Und das ist halt die Google-Projektion, also quasi Web-Mercator. Das ist die, in der auch die Projektion von die OpenStreetMap-Karten vorliegen. Jetzt ist es so, das ist auch direkt ein Punkt deshalb, den wir gerne erwähnen würden, diese fromlonlat-Sache, das ist natürlich so, dass das von der API ein bisschen schwierig ist. Diese Koordinaten finden Sie überall und die Koordinaten, die da rauskommen und dass man irgendwie an fromlonlat denken muss, das ist irgendwie schwierig. Was man also machen kann, um das zu ändern, auch jetzt schon, und das wird, das ist noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich in der nächsten großen Version von OpenLayers auch der neue Standard sein, dass man eben als API diese Koordinaten direkt verwenden kann. Also, dass man, ohne sie noch irgendwo durchzugeben, und das macht man, indem man einfach eine weitere Funktion aufruft, die da heißt Use Geographic. Moment, das habe ich natürlich ein wenig vorgemacht. So, Use Geographic, das ist einfach ein Aufruf. Den packe ich hier so rein. Und diese Methode, Use Geographic, befindet sich auch im Modul OLPROI. Das schreibe ich hier oben also hin. Kann ich also hier Use Geographic, das schlägt mir mein Editor schon direkt vor. Diese Methode brauche ich nicht mehr. Und mit großer Wahrscheinlichkeit, jetzt müsste das Ergebnis, wenn ich hier speichere, aktualisiert sich mein Browser automatisch. Wir können dort also nochmal schauen. Es sieht genauso aus wie vorher. Hat also funktioniert. Ich kann auch nochmal bewusst neu laden. Ja, es ist immer noch an der gleichen Stelle. Das heißt, das ist also gleichbedeutend zu dem Code, den wir gerade eben dort hatten. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit, derzeit schauen wir uns hier die Version 6.5.0 an. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird in einer Version 7, vielleicht in den nächsten Monaten irgendwann mal verfügbar, wird dieses Use Geographic der neue Default sein. Das heißt, eigentlich alle öffentlichen APIs können immer mit Lonlat angesprochen werden, also mit den Koordinaten, die man überall findet. Und man kann es auch sich sogar so machen, dass man grundsätzlich eine andere Projektion als Default-Projektion festlegt, die dann immer quasi das Interface zum Benutzer ist, sodass das Programmieren und das Erzählen, also das Verständnis von Code einfach harmonisiert wird. Gut. Eigentlich hatte ich noch ein bisschen mehr vor. Ich will aber wenigstens noch eine Sache machen. Und zwar möchte ich gerne dieser Karte hier etwas hinzufügen, und zwar eine weitere Interaktion. Und dann übergebe ich an den an Andreas. Dazu mache ich das Folgende, damit Sie noch ein bisschen größeren Einblick bekommen in das, was man machen kann. Und zwar möchte ich gerne eine neue Interaktion zum Zeichnen von Punkten hinzufügen. Und die mache ich wie folgt. Ich importiere mir das von dem Modul OL Interaction. Diese Klasse heißt Draw, also zum Zeichnen von Vektoren. Ich instanziere mir eine Instanz davon, gebe der die gleiche Vector Source wie den, wo der einzelne Punkt drin ist. Diese Vector Source ist das hier. Und sage der Karte dann jetzt noch, dass ich diese Interaktion hinzufügen möchte. Add Interaction. Welche Interaction möchte er gerne haben? Die Draw Points. Ich drücke auf Speichern. Währenddessen lädt sich mein Beispiel schon neu. Mit etwas Glück kann ich jetzt also quasi neue Punkte hier erfassen. Das mache ich jetzt mal exemplarisch. So, das ist mehr oder weniger ein sehr, sehr einfaches, kleines Beispiel gewesen, das Hallo Welt sozusagen. Aber schon hier sind ganz viele Sachen drin, die absolut entscheidend sind in der Welt oder im Verständnis von OpenLayers. Eine Karte hat immer Layer. In diesem Fall sind es zwei. Jeder Layer hat immer eine Quelle. In diesem Fall sind es zwei verschiedene. Einmal sind es die Quelle, die OSM-Source. Schauen wir uns den Quelltext noch einmal schnell an. Die hat als Source New OSM. OSM wiederum kommt aus dem Paket OL-Source. Und ein Vektor-Layer ist noch drin. Das ist dieser mit den roten Punkten, in denen ich auch neue hinzufügen kann. Der hat auch eine Quelle, eine Vektor-Source. Und diese Vektor-Source wird hier oben erzeugt. Und auch diese kommt aus dem Paket OL-Source. Ich könnte das jetzt noch ausgestalten hier farblich. Ich mache mal eine andere Farbe, nur zum Verständnis. Und dann sehen Sie, wie jetzt die Punkte beim Neuladen, die einen Punkt sind weg. Und jetzt kann ich gelbe Punkte überall hin machen. Sehr schön. Ich habe dem Andreas jetzt noch 18 Minuten Zeit gelassen für noch weitere
auch deutlich anspruchsvollere oder coolere Beispiele und würde die Regie bitten, dann jetzt entsprechend umzuschalten auf den Bildschirm von Andreas. So, ja, dann machen wir jetzt dort weiter, wo der Marc aufgehört hat. Ich nehme als Ausgangspunkt für meine Präsentation die OpenLayers-Webseite. Ihr wartet ja alle sicher drauf, nachdem der Titel ist, was gibt es Neues in OpenLayers? Zuerst noch einmal ganz kurz ein paar Worte zu mir. Der Marc hat es im Prinzip eh schon gesagt. Bin derzeit der aktivste Entwickler am OpenLayers-Projekt und mache auch einen Großteil des Community-Managements. Was es auf jeden Fall Neues gibt, wir haben seit wenigen Monaten einen neuen Core-Committer, Maximilian Kröck, bekannt für die, die die Commit-Historie verfolgen, unter dem GitHub-Benutzernamen MoonE. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Das ist auf jeden Fall einmal was Erwähnenswertes Neues. Ansonsten ist es so, dass die Library von den Features her ja schon sehr viel kann. Und die Hauptaufgabe jetzt ist Maintenance, Performance-Verbesserungen. Einzelne Komponenten werden für bessere Wartbarkeit neu geschrieben oder teilweise neu geschrieben. Wir steigern ständig die Test-Coverage, verbessern die Dokumentation und die Beispiele und schauen dabei auch immer, dass wir auf dem Laufenden bleiben, was aktuelle Webstandards und dergleichen betrifft. Und in dem Sinn möchte ich heute nicht so sehr neue Features zeigen, sondern Ihnen einfach Sachen erzählen, die für Sie vielleicht neu sind, mit Open Layers Sachen machen, die vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und möchte jetzt gleich kurz einmal rübergehen auf unsere GitHub-Seite. Die beinhaltet nämlich gleich auf der ersten Seite einige wichtige Informationen. Es ist ja so, dass in letzter Zeit sehr viel auch TypeScript verwendet wird, gerade von Entwicklern, die früher noch nichts mit JavaScript gemacht haben, sondern so diese über die Ecke Angular Richtung Open Layers oder JavaScript halt eigentlich gekommen sind. Und es gibt für Open Layers auch diese TypeScript-Types, mit denen man dann nicht nur prüfen kann, ob der eigene Code die richtigen Typen verwendet, sondern auch im Editor die Unterstützung hat, wenn man was schreibt, dass man sofort sieht, bei einer Funktion, welche Argumente hat die, und inline die Dokumentation. OpenLayers selber ist in JavaScript geschrieben, nicht TypeScript, und ist damit in bester Gesellschaft mit anderen wichtigen JavaScript-Libraries, wie zum Beispiel Webpack. Und es ist aber natürlich trotzdem möglich, in den vollen Genuss dieser Hilfen, die einem ein guter Editor wie zum Beispiel Visual Studio Code bietet, zu kommen, auch wenn man nicht TypeScript verwendet. Und das haben wir hier in unserem README kurz beschrieben. Wenn man nämlich diese Datei js.config.json einfach ins Root-Verzeichnis seines Projektes kopiert und man beginnt dann zum Beispiel zu schreiben New Map, dann wird sofort der Import vorgeschlagen aus diesem Package, so wie es der Marc eben erzählt hat. Man sieht dann sofort, welche Argumente man diesem Map-Constructor mitgibt und dergleichen. Und das ist inzwischen sehr ausgereift. Ich arbeite da auch ein bisschen mit dem Team von TypeScript zusammen. Und also gibt es schon letztes Jahr begonnen. Vielleicht schaffen wir das heuer mit Hilfe vom TypeScript-Team, dass das fertig wird, dass man so eine Konfigurationsdatei gar nicht mehr braucht, sondern dass TypeScript diese Informationen, die da drinnen stehen, automatisch findet. Letztendlich geht es darum, wo die Open Layer Sourcen zu finden sind. Ansonsten holt sich das nämlich Visual Studio Code aus der Types Library, die gibt es auch. Also es gibt das Definitely Type Projekt und dort gibt es auch Open Layers Types, die sind allerdings nicht vom Open Layers Team editiert, sondern von anderen Contributors. Aber das ist natürlich, wenn man mit TypeScript gewohnt ist zu arbeiten, ist das auch ein Weg, um zu diesen Types zu kommen, allerdings mit etwas weniger Komfort. So, jetzt aber gleich in Richtung Code. Ich möchte jedem und jeder unsere Beispielsammlung ans Herz legen. Die ist auch suchbar. Und ein Thema, das ja in letzter Zeit immer wieder aufgekommen ist, war der Lizenzwechsel von Mapbox GL.js. Da geht es vor allem um Benutzer, die Vektorkacheln verwenden von
von OpenStreetMap-Daten. Was die wenigsten wissen, ist, dass OpenLayers das auch kann. Das schaut dann bei uns zum Beispiel so aus. Es gibt seit kurzem, also das ist auch neu, seit der letzten OpenLayers-Präsentation auf der FOSGIS letztes Jahr im März, einen Mapbox-Vector-Layer, der sehr einfach zu konfigurieren ist. Die Daten müssen auch nicht zwingend von Mapbox kommen, die können auch von Map-Tiler oder von anderen Vektor-Kache-Providern kommen. Und das ist eigentlich vom Code her gleich simpel, wie wenn man es mit Mapbox GL.js macht. Man definiert hier einfach seinen Mapbox-Vector-Layer, gibt die URL zum Style-Dokument an. In dem Fall ist das der standardmäßige Mapbox Bright 9 Datensatz. Hier kommt dann noch das Access-Token von Mapbox und das Gleiche könnte man eben mit Map-Tiler auch machen. Unter der Haube wird da die OL Mapbox Style Library verwendet. Das ist eine weitere Library, die vom OpenLayers-Team gemanagt wird. Kann man sich auch kurz anschauen. Gibt es als NPM-Package. Und nicht nur um Vektorkacheln darzustellen, sondern ist immer dann nützlich, wenn man eine Karte nicht in Form von JavaScript generieren möchte, sondern als JSON-Datei, weil dieses Mapbox-Style-Format eben die Möglichkeit bietet, eine Karte komplett in JSON zu beschreiben. Und mit dieser Mapbox-Style-Library kann man das auch mit OpenLayers tun. Das wäre die Hilfe dazu. Ja, und jetzt, wie gesagt, Dinge noch, die Sie vielleicht nicht wissen, dass man mit OpenLayers machen kann. Zu dem Zweck möchte ich noch ein paar Beispiele konkret herzeigen. Dann da wieder auf unsere Beispielsammlung. Was im Zusammenhang mit den Vektorteils auch noch interessant ist, ist, wenn man mit Vektorkacheln arbeitet, weiß man oft im ersten Moment nicht, womit man es eigentlich zu tun hat, wenn so ein Kachel daherkommt, nachdem das ja ein binäres Format ist. Und wir haben jetzt hier ein neues Beispiel, das eben zeigt, wie man mit Drag and Drop sich einfach eine Kachel ins OpenLayers-Kartenfenster ziehen kann, um den Inhalt anzuschauen. Ich ziehe das jetzt einfach direkt vom Download hier rein und hier sieht man jetzt, hier ist diese Kachel geladen. Passiert einfach mit Drag and Drop. Wir haben eine Drag and Drop Control, ist hier gezeigt, wie das funktioniert. Geht also auch mit sehr wenig Code. Also der meiste Code, der hier drinnen ist, ist eigentlich nur diesen Download-Button bereitzustellen. Aber der eigentliche Code, den man braucht, sind im Wesentlichen diese drei Zeilen. Und damit hat man dieses Drag and Drop implementiert. Dann, wie ich mit Marc darüber geredet habe, was wir heute zeigen, ist ihm beim Durchschauen der Projekthistorie aufgefallen, dass wir Animated GIFs unterstützen. Das tun wir eigentlich schon immer, weil das macht OpenLayers nicht direkt. Aber wir haben jetzt ein Beispiel, das zeigt, wie man mit animierten GIFs in der Karte arbeiten kann. Das heißt, dieser Globus hier ist ein animiertes GIF und das dreht sich immer mit der Karte mit und bleibt auch von der Position her dort. Und ich habe mir gedacht, ich zeige ein bisschen was Spannendes, was so in Richtung animiertes GIF in einem anderen Kontext mit Karte geht. Und das habe ich schon vorbereitet hier auf Code Sandbox. Schauen wir uns das vielleicht kurz an. So, das ist dieses Beispiel. Der Ausgangspunkt war im Prinzip genau das, was ich jetzt eben gezeigt habe. Und ich muss kurz warten, bis das lädt. Jetzt mit dieser ganzen Konferenztechnik ist doch die Internetbandbreite schon etwas ausgelastet. Und dieses Code Sandbox, das ist auch das, was wir verwenden, wenn Sie in einem der Beispiele auf Edit klicken, dann wird genau das geöffnet. Und im Prinzip rennt da unter der Haube, aber direkt im Web genauso eine Konfiguration, wie es der Marc zuerst gezeigt hat, mit diesem Parcel.js.
So, jetzt versuche ich noch, dass das Beispiel auch geladen wird. Sekunde noch. Also wie gesagt, das war der Ausgangspunkt dieses Beispiels, so wie ich es gerade gezeigt habe. Nur haben wir jetzt hier ein anderes Bild. Wir verwenden die Gifler Library zum Laden dieses GIF-Bildes. Und zwar mit allen Frames, die dazugehören. So, jetzt versuche ich, dass ich das Ergebnis nochmal reinkriege. Diese Library ermöglicht einfach mit den Frames direkt zu arbeiten. Und an diese Frames ist dann auch die Animation gekoppelt. So, und jetzt funktioniert es. Das animierte GIF ist im Prinzip dieses Strichmännchen. Und das habe ich jetzt so konfiguriert, dass es entlang einer Line-String-Geometrie vom linken Bildschirmrand zum rechten läuft. Das heißt, das ist die Kombination aus Animieren von Features, also nicht Anzeigen an einem fixen Punkt, sondern welche, die sich über die Zeit verändern mit so einem Symbol. Wie es in OpenLayers immer geht, kann man das natürlich auch rotieren und dann sieht es so aus, wie wenn das Männchen rückwärts läuft. Ja, also der Pirmin hat vorhin gezeigt, wie man mit Game Engines Karten macht und das erinnert eher an Games mit Karten-Engines. Und auf der Schiene machen wir gleich weiter mit einem weiteren Beispiel. Ich habe noch was vorbereitet, wo man vielleicht nicht so auf die Idee kommen würde, dass man das mit Open Layers macht, kann man aber auch. Vor allem die älteren Semester werden vielleicht noch kennen, das Minesweeper-Spiel, das bei früheren Windows-Versionen immer standardmäßig mitgeliefert war und ein netter Zeitvertreib war, wenn es weg war und sich sonst keine vernünftigen Tätigkeiten angeboten haben. Minesweeper ist ein Spiel, wo es einfach darum geht, in einem Quadratelraster auf Quadratzellen zu klicken und entweder steigt man dabei auf eine Mine oder man sieht ein Feld, wo keine Mine ist, mit der zusätzlichen Information, dass wie viele Minen in der Umgebung vorhanden sind. Und genau dieses Spiel kann man mit, Sie sehen es hier, mit 106 Zeilen Code nachbilden. Ausgangspunkt ist hier einfach ein Vektordatensatz. Das ist der Countries GeoJSON Datensatz, den wir auch in vielen anderen Beispielen verwenden. Ich habe den nur in QGIS etwas erweitert, dass ich für jedes Land seine Nachbarn hingeschrieben habe, weil diese Nachbarinformation braucht man fürs Minesweeper. Und dann gibt es noch kleines Pre-Processing hier direkt in JavaScript. Zuerst lege ich einmal fest, wie viele Länder vermint sein sollen. Mit diesem Schwellenwert größer 0,75 wird ungefähr erreicht, dass jedes vierte Land vermint ist. Und hier mache ich dann die Statistik, dass ich anzeigen kann, wie viele benachbarte Länder für jedes Land eine Mine haben. Hier sind die Styles. Also ich will die Länder, die ich schon geklickt habe, anders anzeigen als die ich noch nicht geklickt habe. Ich kann Länder mit Rechtsklick markieren, wenn eine Mine drauf ist. Das ist hier das rote Fähnchen. Und dann erkennt das System natürlich auch, wenn ich auf eine Mine gestiegen bin, dann ist Game Over. Oder wenn ich alle Minen gefunden habe, dann bin ich Winner. Und das Ganze funktioniert dann so. Ich kann jetzt hier mal reinzoomen in die Karte und klicke mal auf Österreich, wo ich herkomme. Jetzt habe ich das Glück, dass hier keine Mine war und ich weiß, dass es in den Nachbarländern irgendwo eine Mine gibt. Jetzt kann ich auf gut Glück weitermachen und einmal schauen, ob das Land vielleicht Deutschland ist. Okay, Glück gehabt. Rund um Deutschland sind auch zwei Minen, aber wir haben es noch nicht erwischt. Dann schauen wir noch, wie es mit der Schweiz aussieht. Okay, hier war die Mine. Game over. Und ich glaube, Game over ist auch das Stichwort, damit wir vielleicht noch ein paar Minuten Zeit haben für Fragen. Gezeigt habe, glaube ich, alles, was ich zeigen wollte. Und ja, in diesem Sinne schalte ich wieder mein Audio ein, damit das Echo weg ist und höre jetzt, wenn es Fragen gibt.